Wir müssen über Fußball sprechen und zwar nicht über das Spiel, über das, was auf dem Rasen passiert. Das machen wir mit Michael Becker nicht, mit dem KSC-Geschäftsführer. Wir sprechen über den Fußball und die Folgen der Pandemie, über den Fußball in Zeiten von Weltmeisterschaften in der Wüste und den Fußball, der eventuell Wettbewerbsfähigkeiten nur mit Millionenbeträgen verbindet. Spannende Themen jetzt bei mir. Die neue Welle. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag auf der neuen Welle. Heute mit KSC-Geschäftsführer Michael Becker. Schön, dass es geklappt hat, Michael, trotz der vielen Termine. Michael, wir wollen heute nicht schwerpunktmäßig nur über den KSC reden, vor allem über die Situation des Fußballs in diesen Zeiten. Wie ist es bei dir? Es hat sich ein bisschen was bewegt. Ein bisschen mehr ist möglich, aber wie hast du geschlafen die letzten Monate beim Thema Fußball und Corona? Ja, also es ist, glaube ich, für alle und auch für jeden persönlich eine Riesenherausforderung, mit diesen ständig wechselnden Themen umzugehen. Es ist ja dann teilweise täglich oder wöchentlich irgendwelche anderen Regelungen dann in jedem Bundesland verschieden und der Fußball ist ja sowieso immer im Fokus. Deswegen ist es sowohl für uns als KSC, aber auch für glaube ich, jeden persönlich eine große Herausforderung, diese Zeit zu meistern dann auch. Dann gab es immer Diskussionen. Zunächst hieß es, der Fußball hat Sonderrechte und dann hieß es, der Fußball, ihr sagt dann im Gegenzug die Profivereine, der Fußball muss dafür herhalten, besonders harte Regeln durchzufechten. Wo ist das Pendel hin ausgeschlagen jetzt? Ja, ich glaube, das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Klar, wenn man jetzt mal 2 Jahre zurückdenkt, hat der Fußball schon eine Sonderstellung erhalten, indem er in der Hochzeit quasi als erstes wieder seinen Betrieb aufnehmen konnte. Man muss natürlich aber auch sagen, wir sind halt eben auch Wirtschaftsbetriebe, es hängen sehr viele Arbeitsplätze dran und wir kriegen ja auch keine Hilfen, weil wir gar nicht so richtig in diese Konzepte reinpassen. Jetzt sind wir natürlich 2 Jahre weiter und deswegen können wir natürlich viel mittragen. Wir haben viel Verlust mitgetragen, alle Vereine, aber mittlerweile geht es bei vielen an die Substanz und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass so schnell wie möglich die Stadien wieder aufgehen. Haben viele Themen heute, wirtschaftliche Folgen von Corona, neue Konzepte. Hilft Corona vielleicht auch der Gesundung des Fußballs? Überhaupt Fußball und Kommerz, all das wollen wir heute diskutieren mit dem KSC-Chef, mit Michael Becker, den wir auch gleich persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Bei den 10 Fragen in 60 Sekunden dranbleiben. Prominente Gäste auf der neuen Welle. Michael Becker, KSC-Geschäftsführer, ist heute mein Gast. Wir sprechen über den Fußball in diesen Zeiten und natürlich über den KSC. Michael, aber wir wollen dich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle dir 10 Fragen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Dein Sternzeichen? Waage. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Mhm, wenn du was anderes gesagt hättest. Habt ihr Zeit für ein Haustier? Ja, wir haben einen Beagle. Okay, viele KST-Spieler haben auch Hunde. Gibt es da schon so eine Hundegemeinschaft inzwischen? Ja, tauscht man sich schon aus zueinander. Okay, welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? Jetzt bin ich gespannt. Puh, ich glaube ein Auto, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, schade, ich hätte es gedacht. Bogdan oder Kiri Jakob. Dein erstes Vorbild? Mein Vater. Mhm. Deine erste selbst gekaufte CD war es bei dir wahrscheinlich. Uiuiui. Mhm. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Keine Erinnerung, nee. Aber kommst du zum Lesen? Das ist immer die Frage, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Geht es da um Fußball? Ja, wenig, aber ich lese schon sehr viele Fachzeitschriften im Fußball oder im Wirtschaftsbereich. Klassische Bücher eher weniger. Okay. Vielleicht noch. Okay, dein Lieblingsurlaubsziel? Mallorca. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel, Michael? Hausmannskost. Und was gibt es dann so als Hausmannskost? Ja, querbeet, gerne auch mal einen Saumagen aus der Pfalz, esse ich auch ganz gern. Also ganz, ganz Kanzler, Ex-Kanzler-like. Genau. Danke für die 10 Fragen, 60 Sekunden. Eine kurze Nachfrage. Du hast gesagt, ja, Fachbücher, Fachzeitschriften. Wie schaltest du dann generell ab, Michael, vom Stress des Alltags? Ja, ich glaube, das ist im Fußball immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich ja sein Hobby zum Beruf gemacht hat und natürlich dann auch im privaten Umfeld der Fußball immer ein Thema ist. Und
auch wenn man natürlich in Karlsruhe unterwegs ist, kommt man ja nicht am Fußball vorbei. Aber es gibt schon Möglichkeiten, ein bisschen Sport machen, Urlaub fahren, ein bisschen mit dem Hund rausgehen und mit der Freundin, da kann man dann schon abschalten. Also der Sport steht auch privat dann mit eigener Aktivität im Mittelpunkt. Gleich mehr mit Michael Becker. Es geht um den Fußball, das Geschäft in Zeiten von Corona. Also Sonntag, die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle mit Michael Becker. Er ist der KSC-Boss. Und wir sprechen sehr viel allgemein über die Situation des Profifußballs in diesen schwierigen Zeiten. Aber wir haben dich auch ein bisschen besser kennengelernt, gerade bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Ich greife mal noch mal eine raus. Dein Vorbild, dein Vater, Ede Becker. In KSC eine Legende. Er ist einer der Trainer, die den KSC in die Bundesliga geführt hat. Wie war es bei dir selbst mit Fußballspielen? Jetzt bist du Fußballmanager. Hast du auch Ambitionen gehabt, von der Statur her Innenverteidigung? Ja, da liegst ganz richtig. Okay. Ich sag mal, ich war jetzt nicht eher der filigrane Fußballspieler, habe natürlich auch Fußball gespielt, schon eigentlich auch in jungen Jahren, beim TSV Reichenbach jahrelang. Aber es hat dann nie ganz gereicht und deswegen habe ich mich dann auf eher den wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Teil konzentriert. Wie schwer ist es für den Sohn eines Bundesliga-Trainers, selbst Fußball zu spielen, also frei nach dem Motto, sagen wir mal, der Vater ist Trainer, du hast schon den Namen Becker. Also gab es da Reibungspunkte oder hat dich das abgehalten davon? Absolut gar nicht, weil da auch von meinem Vater oder von den Eltern überhaupt nie ein Druck aufgekommen ist, irgendwie in die Richtung zu gehen, sondern wir durften uns da als Kinder das raussuchen, was wir gerne machen. Und dass es dann nicht geklappt hat, ist, glaube ich, auch kein Problem. Es ist ja jetzt auch ein anderer Weg geworden, der, glaube ich, auch sehr schön ist mittlerweile. Ede kennt den Profizirkus. Gibt es ab und zu dann mal das Vater-Sohn-Gespräch, auch in Bezug auf ein paar Ratschläge? Ja, also wir sind schon im engen Austausch miteinander. Er hat natürlich eine wahnsinnige Erfahrung. Vielleicht oder natürlich ja auch in dem Bereich, Sport, im sportlichen Bereich. Und das ist ja sowieso immer so ein Spannungsfeld im Profifußball zwischen dem Wirtschaftlichen und dem Sportlichen. Und da haben wir schon die ein oder andere guten Austausch gehabt. Michael Becker, KSC-Boss, zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Gleich geht es um die schwere Zeit auch für den Fußball und vielleicht Sonderrechte, ja oder nein. Dranbleiben. Michael Becker, bei mir zu Gast heute am Sonntag. Wir haben so den familiären Hintergrund mal abgearbeitet. Kommen wir zur aktuellen Situation des Fußballs. Du hast es angesprochen, 2 Jahre sind jetzt rum. Und es ist vielleicht auch Zeit, eine kleine Bilanz, einen Strich zu ziehen, weil wir ja alle hoffen, wir alle kennen jetzt die Fachbegriffe, die Pandemie wird zur Endemie. Welche Bilanz ziehst du in den 2 Jahren jetzt ganz konkret für den KSC? Wie schwer hat es den KSC getroffen und welche Gegenmaßnahmen konntet ihr ergreifen, dass es nicht ganz so schlimm kommt? Ja, wir hatten in der Pandemie vielleicht einen kleinen Vorteil, weil wir ja schon aus einer totalen Krise kamen in der Zeit. Es ist ja mehr oder weniger zusammengefallen. Resilienter KSC sozusagen. Genau, mit der Insolvenzthematik, wo wir uns intensiv auch mit den wirtschaftlichen Themen nochmal beschäftigen mussten. Und das hat uns natürlich jetzt in der Folgezeit schon geholfen. Nichtsdestotrotz belaufen sich die Verluste irgendwo um die 7 Millionen. Jetzt schon, muss man auch sehen, was am Ende rauskommt. Dieses Geld ist einfach weg, das kriegen wir nicht mehr. Wir mussten natürlich ja auch einen Teil über Kredite finanzieren, aber auch die müssen wir zurückbezahlen. Das geht auch dieses Jahr schon los. Deswegen ist es natürlich schon eine Herausforderung. Wir sind dennoch, glaube ich, mit einem blauen Auge davongekommen. Da war vielleicht der Stadionumbau auch so ein bisschen Glück im Unglück, dass das jetzt auch vielleicht ein bisschen länger geht, weil wir haben eben mit weniger Zuschauern geplant. Und wenn man natürlich mit weniger Zuschauern plant, kann man natürlich auch weniger verlieren. Aber nichtsdestotrotz ist die Allgemeinsituation, glaube ich, für alle total unbefriedigend. Und wir hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich wieder besser wird. Zusatzgeschäft ist wichtig, Zusatzerlöse. Der KSC verändert sich vom Fußballclub eigentlich auch wie die Neue Welle in ein Medienunternehmen. Was da dahinter steckt, nächste Stunde mehr hier in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Heute dreht sich alles um den Fußball, nicht nur speziell um den KSC. Den KSC-Chef Michael Becker ist bei uns, sondern ganz konkret um das Geschäft Fußball, die Situation des Fußballs. Bleiben wir nochmal bei dem C-Wort. Ich spreche es ja inzwischen privat gar nicht mehr aus, aber wir müssen über die Pandemie sprechen. Der KSC mit einem blauen Auge davongekommen, so fasse ich das mal zusammen. Der Fußball im Allgemeinen, macht diese Krise,
die Hungerleider zu größeren Hungerleidern und die reichen Clubs zu noch reicheren Clubs. Wir erleben das ja in der Wirtschaft allgemein. Die Schwerreichen werden noch reicher und denen es mies geht, denen geht es noch schlechter. Wie ist es im Fußball? Ja gut, die Schere im Profifußball, die ging ja jetzt schon vor Corona massiv auseinander. Mhm. Durch die TV-Geldverteilungen, dass da eben es extrem schwierig ist, da wieder unter die Top 15 oder sowas überhaupt zu kommen. Jetzt gibt es ja neue Fernsehverträge, die das ein bisschen abfedern sollen, aber es ist natürlich klar, dass jetzt wir mit rund 25 Millionen Umsatz jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit auf 200 Millionen, 300 Millionen kommen, wie jetzt vielleicht die Top 10 in Fußball-Deutschland. Ne? Das wird schwierig sein, da jemals wieder anzuknüpfen. Generell hat sich durch die Pandemie nur bedingt was verändert, wenn wir jetzt mal die ganzen Vereine angucken, insbesondere was die Ausgabenstrukturen angeht. Mhm. Man hätte sich da vielleicht ja schon gewünscht, dass das vielleicht wieder in eine andere Richtung geht, aber man hat ja auch international gesehen, dass wieder Milliarden, Millionensummen reingepumpt worden sind und Ablösesummen bezahlt worden sind. Und so ist es letztendlich auch in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Mhm. Da hat man jetzt nicht unbedingt gemerkt, dass die Vereine mehr oder weniger ein Drittel weniger haben. In der Winterpause war aber schon ein bisschen Sparprogramm angesagt und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat den Satz gesagt, vielleicht wird der Fußball auch gesunden. Siehst du das genauso? Ja, ich glaube, die Hoffnung ist bei allen da. Die Frage ist natürlich immer, es ist eben ein Wettbewerb. Mhm. Und irgendjemand zahlt halt immer einen Tick mehr. Und solange es keine Reglementierung von außen gibt, wird es immer einen geben, der mehr bezahlt, egal in welcher Liga. Ne? Und dass dann ein Spieler die Entscheidung trifft, er hat eine gewisse Zeit in seiner Profifußballerkarriere, wo er Geld verdienen muss. Und da muss man dann auch Verständnis haben, dass er das wahrnimmt. Aber dann ist es einfach schwierig. Dann pokert sich das ja immer hoch und hoch. Mhm. Und das würde nur funktionieren, wenn es irgendwie eine Reglementierung von außen gäbe. Also du bleibst da realistisch, ob der Fußball gesund ist. Das müssen wir erstmal abwarten. Der KSC will aber gesund, nicht nur über das, was auf dem Platz existiert, sondern über das, was auch die große Welt der Medien bietet, dazu gleich. Wie Martin Wacker schon, das Glas steht auf dem kleinen Tisch. Das heißt, entweder oder ist angesagt, Michael. Nicht meine Fragen. Fragen vom Redaktionsteam. Du musst dich dann für eine Antwort entscheiden. Du darfst selbst entscheiden, welche Frage es ist. Und ich lese dir dann vor. Es sind nicht Fußballfragen, es sind ganz allgemeine Fragen. Es geht um dich, nicht um den KSC. Okay, Michael. Lieber nur noch frieren müssen oder nur noch schwitzen? Wie sieht es da bei dir aus? Nur noch schwitzen, wäre besser. Also, habe ich schon gehört, die Urlaubsziele sind auch eher in südlichen Bereichen. Ja. Also, frieren ist schrecklich, gell? Ja, es macht keinen Spaß. Wir haben ein bisschen blauen Hintergrund heute. Ich hoffe, es bleibt dann so langsam. Der Frühling kommt, die Endemie kommt und der Frühling kommt. Hoffen wir das mal. Ja. Nächste Frage für dich, Michael. So. Das ist so ein bisschen wie Pokalauslosung. Ja, ein bisschen wie, da reden wir noch drüber, die Pokalauslosung. Michael, nur noch Wein oder nur noch Bier trinken müssen? Das ist eine schöne Frage. Oh, das ist schwierig, weil beides gern, aber dann lieber nur noch Wein trinken müssen. Nur noch, also eher dann noch die Genussecke. Genau, ja. Aber im Saumagen, was trinkst du zum Saumagen? Riesling passt da ganz gut dazu. Also haben wir auch gehört, ne, wir senden ja auch in die Pfalz, zum Saumagen wird Riesling getrunken und am liebsten Wein und Bier streichen wir wobei. Da ich ja alkoholfreies Bier so mag, also ich würde mich dann für das Bier wahrscheinlich entscheiden. Okay. Michael Becker mit seinen Getränkevorlieben. Gleich sprechen wir über den KSC. Auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Er ist der Wirtschaftsboss des KSC und da spielen auch Zusatzerlöse eine Rolle. Und die Medien. Hören wir gleich mehr dazu. Die Martin Wacker Show am Sonntag. Riesling zum Saumagen haben wir schon getrunken. Kommen wir. Das ist auch Zusatzerlös. Bleiben wir bei dem Thema. Ich wollte eigentlich auf die Medien eingehen, kommen aber erstmal zu Zusatzerlösen in einem Fußballstadion. Es wird immer gesprochen, das neue Stadion bringt mehr Möglichkeiten in den VIP-Bereichen, mehr Logen. Die sind noch nicht fertig. Ich stelle aber fest, im neuen Stadion, schicke Kioske, ganz anderes Gastronomiekonzept. Wie sieht es da aus? Wie wichtig ist das für den KSC hier auch mithalten zu können? Gut, generell ist das Stadionprojekt eigentlich ja eines der entscheidenden Themen, um wettbewerbsfähig zu sein. Es ist ja bekannt, dass Fußball ein Geschäft ist. Ich glaube, in der Corona-Pandemie wurde es ja auch nochmal ganz klar deutlich, was denn passiert, wenn mal wir nicht mehr spielen können. Ob das dann so gut ist, dass da keine Rücklagen da sind, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber für uns ist natürlich das Stadion immens wichtig, um eben wettbewerbsfähig zu sein. Und da gehört natürlich auch ein modernes Catering dazu. Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, das gilt eigentlich für alles, darf man es natürlich auch nicht immer überkommerzialisieren. Ne? Mhm. Ich kann dann nicht hergehen und sagen, ich verlange dann für die Bratwurst 6 Euro, sondern das muss auch alles noch bezahlbar sein. Und wir sind natürlich jetzt noch ein bisschen eingeschränkt, weil das Stadion in Summe noch nicht fertig ist. Klar. Aber wenn es mal in Summe fertig ist, auch mit unseren VIP-Bereichen, dann möchten wir da auch Möglichkeiten schaffen, dass einfach jeder sich das auch leisten kann. In Zeiten von Pandemie wird die Bratwurst nur gegessen, wenn man ins Stadion kommen kann. Mhm. Ein Videofilm, ein YouTube-Filmchen, ein Bezahl-Channel, der wird auch geklickt, wenn man nicht ins Stadion kommen kann. War der Schritt zu KSC 360 Zusatzmedienangeboten vielleicht auch zufälligerweise in Zeichen der Pandemie noch wichtiger, als er sowieso schon war? Ja, also das war ja diese Medienpräsenz war ja im Rahmen unseres Veränderungsprozesses eigentlich schon vor der Corona-Krise so ein bisschen angestoßen worden, dass wir da einfach mehr machen wollten, auch da Personalien geschaffen haben intern, um das Ganze abzudecken. Es hat uns natürlich dann auch geholfen, weil durch die Pandemie war es halt eben nochmal ein Katalysator, ja nicht nur bei uns, sondern generell das Thema Homeoffice kam. Man ist ja dann mehr oder weniger nur noch in irgendwelchen Videocalls gesessen. Mhm. Es hat sich extrem weiterentwickelt, es ist mittlerweile fast auch Normalität. Obwohl ich doch den persönlichen Kontakt lieber mag, wie jetzt sich nur über den Bildschirm zu unterhalten. Dann macht es so wie mit dir viel mehr Spaß. Absolut. Aber es hilft uns einfach, da einfach noch näher bei den Fans zu sein, weil wir merken natürlich schon, und es zeigen ja jetzt auch die Studien, die jetzt mal nach 2 Jahren dann ausgewertet und im Detail betrachtet worden sind, dass die Fanbindung teilweise schon nachgelassen hat, insgesamt in der Bundesliga und zweiten Liga. Wir haben da vielleicht teilweise eine gegenläufige Entwicklung, weil wir eher ein bisschen im Aufbruch sind mit dem ganzen Verein und auch ein neues Stadion bekommen. Aber generell, wenn man mal alle Vereine nimmt, nimmt das Interesse eher einen Tick ab. Mhm. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten? Normalisiert sich das wieder? Das wird man erst mal sehen dann. Aber die Marke KSC hat auch über einen neuen Claim deutlich gewonnen. KSC, meine Heimat. Wie viel Regionalisierung, wie viel Bindung der Region und Partnerschaft zu Stadt und Region für Michael Becker da eine Rolle spielt, nächste Stunde hier in der Martin-Wacker-Show. Michael Becker zu Gast auf der Neuen Welle. Bleiben wir noch mal kurz beim Medienunternehmen. Verschiedene Kanäle bespielen und zu den Menschen nach Hause kommen. Da sind viele Konzepte geschrieben worden, vieles umgesetzt worden. Welchen Rang nimmt denn der KSC erste, zweite Liga ein mit diesem neuen Konzept? Spielt man da vielleicht sogar schon in der Bundesliga? Ja, ich glaube, in ein oder anderen Bereichen sind wir schon bundesligareif. Das kann man schon sagen, wo wir sehr viel gemacht haben, insbesondere in diesem Medienumfeld. Klar, das kann man immer weiter ausbauen. Wichtig dabei ist, dass man ja für jeden ein individuelles Angebot schafft. Ne? Es wird weiterhin die Fans geben, die ins Stadion gehen und dann eben 90 Minuten das Spiel schauen. Es wird aber auch die geben, die im Stadion sitzen und vielleicht von 90 Minuten 80 Minuten auf ihr Handy schauen. Das kann auch passieren. Ne? Und da ist, glaube ich, wichtig, dass für jeden ein Angebot da ist, dass man nirgendjemand wo reinzwingt, und wenn halt jemand keine Beschallung möchte, dann sollte sie auch nicht bekommen. Im Mittelpunkt steht die Marke KSC, die hat sich entwickelt. Nächste Stunde schauen wir nochmal ganz genau auf diesen Markenentwicklungsprozess und wo es in Zukunft noch hingehen soll. Es ist Sonntag und in der Martin-Wacker-Show gibt es die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quark. Heute mit Michael Becker. Michael, das Spiel von zu Hause gewohnt? Auch mal. Bisschen, ja. Ich bin per Fluss manchmal rausgeflogen, aber den lassen wir auch weg. Also, okay, ja gut. Ich habe für dich einen schönen Buchstaben rausgesucht, das F. Da fällt einem ja viel dazu ein. Und wir starten mit der Stadt. Frankfurt. Ein Land. Frankreich. Mhm. Ein Grund fürs zu spät kommen. Weiter. In der Kneipe. Feiern. Ein Gemüse. Weiter. Hat 4 Beine. Fasan? Nee. Eine Sportart. Fußball. Ja, ein Männername. Frank. Im Geldbeutel. Weiter. Jemand Berühmtes. Weiter. Ein Berufswunsch. Friseur. Friseur, der war noch drin. Und mit dem Friseur waren es exakt 5 Richtige. Ja, ich bin erleichtert. Also, das hat wirklich gerade noch geklappt. Und mit der Sportart und dem Fußball, ein Steilpass habe ich dir gegeben. Was haben wir denn nicht aufgelöst? Ich gehe es mal durch. Grund fürs zu spät kommen. Da rätseln wir mal jetzt gemeinsam. Warum kommt man zu spät mit F?
Also ein Musiktitel und dann gucken wir drauf. Und, aber die Tasse gehört dir. Das ist schön. Jetzt auf der KSC-Geschäftsstelle die wunderbare neue Welle-Tasse. KSC-Chef Michael Becker zu Gast bei der neuen Welle. Grund fürs zu spät kommen mit F. Falsche Ausfahrt. Falsche Ausfahrt nehmen. Das stimmt. Passiert ja auch manchmal, oder? Von Leuten telefonieren mit dem Autotelefon. Ja, geht es eher selten. Ich fahre jetzt nicht so lange ins Büro, aber es kann schon erstmal passieren, dass man nochmal eine Ehrenrunde dreht. Also haben wir aufgelöst. Tasse gehört dir. Ja, sehr gut. Stadt, Land, Quatsch. Ja, Gesellschaftsspiele zu Hause, auch keine Zeit dafür. Ich habe es vorhin gesagt, der Sport ein bisschen ausgleicht, Joggen gehen für den Fußball. Wie viel Fußball jenseits vom KSC hast du überhaupt noch auf der Agenda? Wie viel Zeit bleibt noch auch mal in internationale Ligen zu gucken? Oder konzentriert sich es wirklich auf deinen Club? Nee, also man versucht schon auch andere Vereine wahrzunehmen und da sich einzulesen und einzuschauen, weil man ja immer auch ein bisschen dann mit einem anderen Auge drauf guckt. Wenn man jetzt ein Fußballspiel guckt, dann guckt man ja, was läuft da an Werbung, was passiert da. Da muss man sich als selber mal ein bisschen dann erziehen, dass man dann stärker aufs Spiel schaut. Aber das bringt der Beruf, glaube ich, einfach mit sich dann auch. Also das nennt man ja so ein bisschen Marktanalyse. Kommen wir zur Marke KSC, Heimatbegriff. Gab es da, deswegen habe ich auf das andere Fußballclubs auch so ein bisschen mal durchleuchten, gab es da Vorbilder? Mir fällt auf, St. Pauli, starke Bindung, klassischer Markenbegriff, Dortmund mit der Liebe, die dort im Markennamen steht. Habt ihr euch da ein bisschen umgeschaut? Ja, also wir haben bei der Entwicklung der Marke jetzt eigentlich weniger auf andere geschaut, weil eine Marke ist ja immer was ganz Individuelles, was pro Unternehmen, pro Marke relevant ist. Und bei uns ging es ja darum, das explizit auf den KSC dann zuzuschneiden und haben ja dann viele Interviews geführt. Und der Claim ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs von so einer Entwicklung. Da gibt es ganz viele Themen, die drunter definiert wurden, Leitplanken, die uns einfach helfen, Entscheidungen auch zu treffen. Und ich glaube, jetzt haben wir es ja so rund 2 Jahre haben wir jetzt den Claim auch draußen. Und das Tolle ist, man sieht, glaube ich, dass sich die Leute damit identifizieren. Und das ist auch ein Begriff, der bei vielen einfach dann mal gefallen ist, obwohl sie gar nicht wussten, dass es irgendwie um eine Markenrecherche ging. Und deswegen, glaube ich, war es im Nachhinein immer noch die richtige Entscheidung. KSC Meine Heimat, eine Marke und Bekenntnis zur Stadt und Region. In den vergangenen Jahren kam es vielleicht ab und zu mal zu kurz, welchen Weg der KSC da weiter einschlagen will. Dazu gleich mehr. Es ist Sonntag, prominente Gäste in der Martin Wacker Show, heute KSC-Geschäftsführer Michael Becker. KSC Meine Heimat, von innen heraus entwickelt, sehr stark auch die Fans mitgenommen, aber auch ein klares Bekenntnis zu Stadt und Region. Wie wichtig ist das, dass man auch wieder präsenter in der Stadt bei den Menschen ist, die vielleicht den Fußball gar nicht an vorderster Stelle sehen? Ja, das war ja mit ein Thema, das bei der Marke und bei der ganzen Entwicklung immer eine ganz große Rolle gespielt hat, dass wir einfach wieder Teil der Karlsruher Gesellschaft sein wollen. Ich hoffe, es ist uns zum Teil jetzt gelungen, die letzten Jahre. Ich denke, das Verhältnis zu den allen Beteiligten hat sich dann schon auch merklich verbessert. Und es ist ja auch so, ein Stadt und ein Verein sind ja immer total miteinander verknüpft und deswegen sollten die auch zusammenstehen in guten und in schlechten Zeiten. Bei uns kommt ja noch dazu, dass wir natürlich auch ein Verein der Region Karlsruhe sind. Ne? Wir haben rein statistisch gesehen ja eigentlich mehr Fans aus dem Umland wie aus der Stadt selber, was aber gar nicht schlimm ist, weil dann ist die Stadt ja noch ein Riesenpotenzial, das man heben kann die nächsten Jahre. Und auch ein bisschen die Umlandkämpfe. Ne? Da geht es im Nordbereich Richtung Hoffenheim, da geht es in Mittelbaden schon auch Richtung Freiburg, da geht es auch Richtung Stuttgart zum Teil. Also auch ein Kampf, wieder die Region stärker an den KSC zu binden. Ne? Ja, absolut. Obwohl natürlich unser Einzugsgebiet vergleichbar mit anderen Vereinen extrem groß ist. Ja. Du hast ja angesprochen, was so die Grenzen sind, was natürlich immens viel Raum ist ja das, was sich im Süden abspielt, wo ja auch noch viele, viele große Städte dann dazwischen sind. Und gerade da geht es uns darum, auch in den nächsten Monaten und Jahren da einfach auch noch ein Tick präsenter zu sein. Der KSC als Verein der Region, als Club in Baden. Und wie authentisch kann der Fußball eigentlich noch sein, wenn er sich verkauft an die großen Investoren oder auch die Fußball-Weltmeisterschaft in der Wüste stattfindet? Da haben wir noch ein schönes Thema gleich bei mir. In der Martin Wacker Show Michael Becker, KSC-Geschäftsführer. Wir hätten noch viele Themen, aber
will eins noch anreißen. Lass uns zunächst mal beim Thema authentische Marke bleiben. Der Fußball steht natürlich auch in der Kritik. Die Bayern-Fans rebellieren gegen eine bestimmte Fluglinie aus Katar. Die Weltmeisterschaft findet in der Wüste statt. Wie geht diese Gratwanderung aus, Michael? Ja, insgesamt ist das, glaube ich, für die Vereine, wie du sagst, eine Gratwanderung, ne? Auch mit allen Beteiligten, weil man will natürlich zum einen wettbewerbsfähig sein, zum anderen natürlich seine eigen auferlegte Richtlinien und Leitlinien natürlich auch beachten. Und das ist eine große Herausforderung. Und da stellt sich dann auch zum Beispiel die Frage, ne, was sagen die Fans, wenn man dann eben nicht mehr die Topstars halten kann, jetzt auf Topniveau. Das betrifft jetzt uns weniger, aber ich würde jetzt mal in die Bundesliga schauen, wo es um ganz andere Summen geht. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall. Und es wird dann schon entscheidend sein, wie die weitere Entwicklung da ist. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, dennoch wichtig, bei gewissen Themen auch dann ganz klare Kante zu zeigen. Du hast gesagt, um die Riesensummen geht es bei uns nicht, doch da geht es drum. Demnächst, ist gar nicht mehr so lang hin, es geht nach Hamburg. Welche Erwartungen hast du zum einen und zum zweiten? Viele haben gesagt, ach Mist, schon wieder ein Auswärtsspiel. Ist das vielleicht nicht auch die große Chance, gerade auswärts, wenn man das Spiel nicht machen muss, dass es einem das in die Karten spielt? Ja, also ich sage mal, wo wir das los gesehen haben da Sonntagabends. Wir hätten uns natürlich gerne ein Heimspiel gewünscht. Ich mir auch, ja. Auch für unsere Fans, du ja natürlich auch, weil wir natürlich jetzt nur auswärts gespielt haben. Aber wir haben ja dennoch eine gute Chance. Pokal hat sowieso seine eigenen Gesetze. Und deswegen, glaube ich, können wir da frohen Mutes nach oben fahren und haben, glaube ich, ganz gute Chancen. Also alle drücken die Daumen, wir sind alle gespannt. 5 € in die Floskelkasse, der Pokal hat die eigenen Gesetze, kommt bei uns ins Kaffeekästchen. Und Michael, hat viel Spaß gemacht, danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Michael Becker zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Auch nächste Woche haben wir wieder prominente Gäste, gute Gespräche und ich freue mich, dass Sie diesen Sonntag dabei waren. Schönen Sonntag noch für Sie. Ciao.